Helden in der Hand haben. Du bist doch mit Samantha pünktlich da, ja? Riley hat versprochen, uns im Handumdrehen wunderschön zu machen. Das ist kein Kunststück. Du siehst ja schon traumhaft aus. Oh. Herein! Mami, Nelly und ich sind ausgerissen, aber Mrs. Sturm hat uns gefunden. Aber du solltest doch in deinem Zimmer spielen, bis Mami fertig ist. War das nicht so? Nelly wollte gerne mit uns Forschungsreise spielen, Mami. Das wollte Nelly? Mhm. Verzeihen Sie bitte. Es ist absolut unumgänglich, darüber zu reden, was in diesem Haus erlaubt ist. Was unsere Tochter anbelangt, entscheiden wir, Mrs. Sturm. Das geht keinen was an. Das Kind ist ja nicht das Problem. Durchaus nicht. Sondern Sie und Mr. Capwell. Oh mein Gott. Seamus, was haben Sie denn da bloß gemacht? Um Himmels Willen, das ist ja furchtbar. Ich finde keine Worte. Ich kann mir das einfach also nicht erklären. So tut mir leid. Angela, ich bin untröstlich, aber trotzdem bin ich sicher, dass ich die Farbe richtig zusammengestellt habe. Tja, ich weiß beim besten Willen nicht, was ich sagen soll. Seamus, sind Sie absolut sicher, dass Miss Cassandra Lockridge heute nicht hier gewesen ist? Nun ja, sie ist ehrlich gesagt unerwartet aufgetaucht. Wo ist sie? Nebenan. Das begreife ich nicht. Sie war doch eben noch da. Ich wusste es. Oh, das wird sie mir büßen. Oh, wie schrecklich. Wie soll ich in meinem nächsten Leben je Ruhe finden? Wenn mein geliebter Sohn und mein Enkel in diesem Leben verfeindet sind. Mutter, der Arzt müsste jeden Augenblick hier sein, wenn du ihn überhaupt angerufen hast. Spät. Mutter, beruhige dich, reg dich nicht auf. Ist die Lunge angegriffen? Ich weiß es nicht. Warren. Ja. Bevor ich meine Augen schließe, beschwöre ich dich, verzeih ihm. Lionel hat seine Fehler, weiß Gott. Aber zumindest eines kann man ihm nicht absprechen. Seine geradezu abgöttische Liebe zu seinen Kindern. Du kannst versuchen, ihn aus deinem Leben zu verbannen, aber das geht nicht. Also bist du viel zu sehr mit ihm verwachsen, so wie er mit dir und du mit mir verwachsen bist. Warren, erfüllst du mir den Wunsch? Der letzte Wunsch einer alten, sterbenden Frau, die euch beide liebt, ist, dass ihr euch versöhnt. Aber vorher habe ich noch eine Frage. Ja, stell sie nur. War das deine Idee oder hat er dich darauf gebracht? Weiß Santana mit Bestimmtheit, dass sie schwanger ist, sie ist ohne jeden Zweifel den Test verboten. Na, wer hätte denn das gedacht? Der gute Sissi wird schon wieder Vater. Entzückt. Sie war aber... Hallo, man versuchen. Das Gentleman können Sie gleich wieder vergessen. Ich freue mich, dass wir hier so locker zusammentreffen. Ihr müsst euch keine neue Taktik überlegen. Ich bin euch weit voraus. Schön, dich zu sehen, Gina. Ich weiß nicht, was du aufgeschnappt hast. Ich will das Beste für das Kind und das weißt du. Und ich bin hier, damit er es auch kriegt. Ich will, dass in den Vertrag eine neue Klausel aufgenommen wird. Du wirst Aktien für $1 Million von Capwell Enterprises auf Channing den Dritten übertragen. Der Bakersfield-Ölquelle ist nach deinen eigenen Angaben noch Spielraum. Na gut, aber nicht mehr als ein Bohrloch pro Quadratmeile. Entschuldige, aber deine Umweltexperten haben gesagt, dass 2 Bohrlöcher mehr in Ordnung wären. Am sichersten wäre es, ganz darauf zu verzichten. Verzichten? Tja, das muss dann wohl unser neuer Präsident entscheiden. Also warten wir ab, was er sagt. Ich werde noch verrückt.
Oh, hey, da ist Mom. Okay. Gut. Grüß dich. Hallo. Oh, das war anstrengend, aber danke, es hat mir gut getan. Sie haben auch viel für sich getan und morgen trainieren Sie die Bauchmuskeln. Gut, dann auf Wiedersehen. Okay. Euch hatte ich hier nicht erwartet. Ja, weißt du, ich wollte Ted zeigen, wie man ordentlich Squash spielt. Das war harte Arbeit. Ja, ja, sie war sogar so nett, mich gewinnen zu lassen. Entschuldigt mich. Ja, hab ich ist auch. Ist mir klar, da drüben steht ein Gerät, das mich anlacht. Also bis nachher. Seit wann lässt du dich denn trainieren? Finde ich toll. Tja, ich dachte, ein wenig Training könnte mir sicher nicht schaden. Ich meine, bei der Konkurrenz. Mutter, Santana kann dir nicht das Wasser reichen. Er ist von ihr fasziniert. Was war denn auf seiner Geburtstagsparty? Da hatte er die ganze Zeit nur dich im Visier. Und weißt du warum? Weil er dich liebt. So sieht er Santana niemals an. Gina, ich sehe ein, dass dich das, was du gehört hast, ziemlich aufgebracht haben muss. Ich bin sehr froh darüber. Jetzt liegen wenigstens alle Karten auf dem Tisch. Aber Channing der Dritte wird seinen Anteil bekommen, und zwar jetzt und auf der Stelle. Schlachte nie das Huhn, das dir goldene Eier legt. Geh lieber nicht zu weit, sonst widerrufe ich meine Zugeständnisse, denn es ist doch unbestritten, wer das Sperma gestohlen hat. Nur weiter, Sissi. Dann mach doch alles wieder rückgängig. Dann kann ich dich wenigstens vor Gericht zerren und dich durch den Schlamm ziehen. Ein Gerichtsverfahren würde keinem etwas nutzen und am wenigsten Channing. Erzähl doch, was du willst, Sissi. Ich werde mich nicht kleinkriegen lassen. Ich will Anteile in Höhe von 1 Million. Ich habe bereits von allein daran gedacht, Channing ebenso viele Firmenanteile zu überschreiben, wie meine Enkel kriegen werden. Er ist aber nicht dein Enkel, mein Lieber. Er ist dein Sohn. Ich verrate dir was. Der Preis hat sich soeben erhöht. Auf 1.200.000 Anteile. Und solange er noch nicht erwachsen ist, werde ich sie für ihn verwalten. Noch immer dieses skrupellose, hinterhältige Nein, lassen Sie nur, David. Halten Sie Ihren Klienten nicht auf. Und soll ich Ihnen sagen, wieso? Jetzt sind wir nämlich bei 1.400.000 sollen vielleicht 1.500.000 Du wirst mich nicht erpressen, nur weil du mich belauscht hast und obendrein in meinem Haus. Sie sind mein Zeuge, David. Channing kriegt die Aktien und ich werde sie verwalten. Wäre es nicht besser, wenn wir es vertagen, damit jeder ganz in Ruhe darüber nachdenkt? Nein, sie will sich nur in mein Leben drängen wie früher und das werde ich verhindern. Nochmal 100.000, das macht 500.000 und wer weiß, wann diese Frau aufhört. Vielleicht sollten Sie ihm raten, seine Klappe zu halten, sonst verstrickt er sich womöglich noch viel tiefer. Hm. Warren, sei nicht so grausam. Ich bitte dich. Ihre Hände sind warm und sie hat einen Pulsschlag wie ein Rennpferd. Sie wird uns alle überleben. Stimmt's, Minks? Mutter. Einer von uns musste ja was tun. Ah, herzlich willkommen im Kreis der Lebenden. Mutter, wie konntest du nur? Ich komme mir wirklich wie ein Vollidiot vor. Ich hatte ja so meine Zweifel, aber dass du so weit gehst, hätte ich nicht für möglich gehalten. Dieser erbärmliche Zustand konnte doch nicht länger so weitergehen. Du hast die Sache nur verschlimmert. Dann mach du sie besser. Das wollte ich ja. Ich habe auch alles versucht. Außer die Wahrheit zu sagen. Denk ja nicht, dass ich irgendwas vor dir verberge. Nochmal langsam. Du meinst, du wusstest, dass ich von einem anderen bin und hast Mutter nie darauf angesprochen? Warren, ich habe alles versucht, um meine Ehe zu kitten. Und mit so einer Anschuldigung hätte ich doch bloß noch alles verschlimmert. Und daher beschloss ich, mit meinen Zweifeln zu leben. Aber als du dann auf der Welt warst und ich dich im Arm hielt, hatte ich dich lieb. Und all diese Zweifel waren mir vollkommen egal. Ach, verschon mich damit. Als ich klein war, warst du immer auf Achse. Ein Vater war für mich nichts weiter als ein Ferngespräch. Jetzt ist mir klar, wovor du weggelaufen bist. Vielleicht vor mir, aber niemals vor dir. Mit der Lüge im Gepäck, das tun die Lockridges von jeher. Es ekelt mich an. Warren, so ist es nun mal auf dieser Welt. Du wirst immer wieder von Menschen enttäuscht werden. Das kannst du mir glauben. Und wenn du nicht lernst zu verzeihen, wirst du eines Tages niemanden mehr haben. Ihr zwei passt wirklich prima zusammen. Die Weltmeister im Vertuschen. Die Wahrheit sagt ihr höchstens, wenn ihr dazu gezwungen werdet. Auch wenn meine Beweggründe vielleicht töricht waren, lag es nicht in meiner Absicht, irgendjemandem weh zu tun. Du bist ja so etwas von scheinheilig. Und wie kommt es, dass du Cassie und mich ohne ein Wort zu sagen im Regen stehen lässt? Das werde ich mir wohl niemals verzeihen können. Aber schau dich doch an. Du bist nicht mehr mit Cassie zusammen und du hast deine Familie. Es kommt aufs Timing an, nicht wahr? Und du hast keins, also spar dir deine Ausreden. Warren, ich habe keine Ahnung, mit wem deine Mutter zusammen war. Ich habe sie nie gefragt.
Ex-Großmama. Kannst du mir vielleicht sagen, mit wem es meine Mutter damals getrieben hat, ohne dass Vater es merkte, weil er viel zu beschäftigt mit Sophia war? Ich weiß von gar nichts. Ich frag wohl auch zur falschen Zeit. Ich freue mich, dass du wohlauf bist. Kleine. Wie konntest du nur, Mutter? Das sag ich dir, weil ich dein bester Freund bin und du bist Warrens bester Freund. Ein Freund kann noch so viele Fehler machen, er kommt immer wieder und so viel ist sicher. Meine Frau und ich sind das Problem? Ich glaube, Daddy hat mit Mrs. Strum zu reden. Wir kommen nachher wieder. Komm, sag Tschüss. Mach's gut, Mrs. Strum. Bis bald, Daddy. Sir, bis bald, mein Tschüss. Schatz. Daddy kommt gleich, Samantha. In Ordnung. Ich muss Sie missverstanden haben. Es war sicher nicht so gemeint, wie es sich angehört hat. Es klang geradezu so, als würden Sie von meiner Frau und mir erwarten, dass wir beide uns nach Ihren Wünschen richten. Sie formulieren sehr umständlich, aber im Wesentlichen treffen Sie den Kern. Lassen Sie mich das Wesentliche kurz umreißen, Mrs. Sturm. Sie gehören hier zum Personal, genau wie Ihre Kollegen. Also werden Sie sich nach uns richten und nicht umgekehrt. Falls Sie das nicht akzeptieren können, verstehen wir, wenn Sie sich verändern wollen. Habe ich mich klar ausgedrückt? Sie sind Anwalt. Was hätte das damit zu tun? Lesen Sie die Vereinbarung. Den Kaufvertrag für das Haus habe ich gelesen. Das Kleingedruckte offenbar nicht. Angela, ich bedauere, aber nach der Haaranalyse steht fest, dass wir heute nicht mehr entfärben dürfen, sonst könnte ihr Haar ausfallen. Oh nein. Aber nun die gute Nachricht. Ich kann es in 24 Stunden machen und ich verspreche es Ihnen hiermit feierlich. Danach wird Ihr Haar schöner sein als jemals zuvor. Oder Sie fressen Ihren Kamm. Oh, Seamus, was mache ich bloß die nächsten 24 Stunden mit einer Rockband auftreten? Ich bin noch ganz schockiert, dass bei Riley so etwas möglich war. Und seien Sie versichert, dass ich alles tun werde, um das wieder gut zu machen. Schon gut, Seamus. Ich regle das auf meine Weise. Und ich weiß, dass Sie nichts für diese Katastrophe können. Mir ist klar, wer das war. Nächstes Mal versuchen wir es mit Grün. Chartreuse. Guten Morgen. Hey, da ist er ja, der Mann der Stunde. Oh, ich hoffe, es hält ein wenig länger. Das hoffe ich natürlich auch. Gratuliere, ich freue mich für dich. Dankeschön. Das klingt, als wärst du überrascht. Nein, aber es wäre vielleicht angebracht. Wir wissen ja beide, dass ich nicht immer besonders nett zu dir war. Ja, weiß Gott. Aber das sollten wir zu den Akten legen, nicht wahr? Es soll ja Wunder geben. Hast du an meiner Ernennung mitgebastelt? Ganz und gar nicht. Aber wenn du es wissen willst, frag doch mal Kelly. Sie hatte die Idee, dass ihr Vater wieder präsent sein sollte. Und er hatte daraufhin an dich gedacht. Oh, schön, danke. So ist es. Gern geschehen. Wofür denn? Du hast Dad einen Floh ins Ohr gesetzt und ich werde Präsident. Ach das, ich schätze, das stimmt. Mason, ich glaube, die Ehe bekommt dir. Mit Julia verheiratet zu sein, bekommt mir sehr gut. Mason, du wirkst, als ob dich bereits die Aura des Präsidenten umgeben würde. Das liegt am Ambiente dieses Büros. Nein, ich glaube, es liegt an dir. Da könntest du wirklich recht haben. Du wirst wohl Kraft deines Amtes gleich eine wichtige Entscheidung treffen müssen. Kelly und ich haben uns gerade wegen Bakersfield... Könnten wir das vielleicht nach der Pressekonferenz besprechen? Ich gehe davon aus, dass dann vieles klarer ist. Ein Geheimnis, hm? Weißt du, was er meint, Mom? Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, Julia ist pünktlich.
Ist das nicht eine wahre Augenweide? Kann ich nicht von Glück sagen, dass meine drei Sprösslinge alle in der Firma ja, sind? Ja, und obendrein drei sehr attraktive, intelligente Sprösslinge. Doch, machen wir ein Foto. Hier wird doch jemand eine Kamera haben. Würden Sie mal kurz reinkommen? Danke. Machen Sie doch bitte ein Foto von meinen drei Kindern. Mein Sohn trägt heute nämlich zum ersten und letzten Mal einen Anzug. Ich meine dieser Sohn. Dort links, den werden Sie so nie wiedersehen. Hey, pass auf, was du sagst. Daddy, komm, du musst auch mit rauf. Ja, Sekunde. Du musst auch mit dabei sein. Oh nein, das ist ein Zirkus. Komm, komm, keine Rolle. Komm schon hier. Du hast mich überredet. Nun lächeln Sie ein bisschen. So ist es schön. Okay. Jetzt sollte die Pressekonferenz anfangen. Ich würde gern warten, bis Julia hier ist. Sie müsste gleich hier reinrauschen. Tja, ich werde die Reporter reinbitten. Ja, tun Sie das. So, kommt rein. Hallo? Bitte treten Sie näher. Kommen Sie rein. Immer rein. Ich möchte Sie zu diesem außergewöhnlichen Anlass bei Capwell Enterprises begrüßen. Wie die meisten von Ihnen schon wissen, wird die Firma völlig neu organisiert. Es gibt hier ungewöhnliche, ich möchte sagen außergewöhnliche Ideen. Aber ich will Sie damit nicht langweilen. Das überlasse ich dem neuen Präsidenten der Firma. Ja, danke schön. Sir. Würden Sie sich zu dem Gerücht äußern, dass das Bakersfield-Ölprojekt die Umwelt erheblich gefährdet? Nein, ich werde weder dieses noch sonst welche Gerüchte kommentieren. Ich werde mich nur zum Anlass dieser Zusammenkunft äußern, der Einführung des neuen Präsidenten von Capwell Enterprises, meines Sohnes Mason Capwell. Danke, Frau. Bravo, Mason. In die Fußstapfen meines Vaters zu treten, ist nicht einfach. Nicht, wenn Sie gedenken, sich der Öffentlichkeit so zu stellen, wie er das getan hat. Nun, äußern Sie sich, Mr. Capwell. Sollte das in Ihrer Absicht liegen? Ich werde Ihren Fragen nicht ausweichen, Mr. Lockridge. Gut, das freut mich. Sekunde, bitte. Entschuldige Hallo. Die Verspätung. Daddy! Hallo, Samantha, Süße. Also, wie war die Frage? Bakersfield. Was ist mit Bakersfield? Mir fehlen noch Informationen, aber seien Sie versichert, dass wir nicht beabsichtigen, die Umwelt irgendwie zu gefährden. Noble Worte, Sie müssen sie nur noch in die Tat umsetzen. Aber ich denke da an frühere Versprechungen, die in den Wind geschlagen wurden. Ihre Pläne, was das Gelände rund um die Oase anbelangt. Bevor wir die Oase eröffneten, waren von uns alle gesetzlichen Auflagen erfüllt worden. Verstehe. Zu den Versprechungen. Da war ein Vogelschutzgebiet, das Sie errichten wollten. Quasi als Verbindung zwischen Hotel und Gelände. So ja, ich war selbst sehr enttäuscht, dass das nicht durchführbar war, weil wir für die Kuppel, so wie sie geplant war, keine Baugenehmigung erhielten. Aber die Absicht war vorhanden. Sie wissen doch, warum der Teufel seine Großmutter erschlug. Ach, kommen Sie mir doch jetzt bitte nicht mit billiger Polemik. Ich habe viele Fehler begangen, aber dagegen habe ich jetzt mein eigenes Warnsystem. Ganz privat. Meine Frau Julia und meine Tochter Samantha. Julia hat mein Gewissen wachgerüttelt. Und Samantha hat mir die denkbar schönste Veranlassung gegeben, diese Welt für uns alle sicherer machen zu wollen. Die zwei sind sehr wichtig für mich. Sie bedeuten mir noch mehr als dieser Job und das heißt schon etwas. Wissen Sie, meine Frau ist Bezirksstaatsanwältin und würde mich ins Gefängnis bringen und sich von mir scheiden lassen, wenn ich etwas täte, das der Umwelt schadet. Diesen Satz werde ich mir merken. Davon bin ich überzeugt. Gibt es sonst noch Fragen? Ja. Gibt es innerhalb von Capwell Enterprises noch weitere personelle Veränderungen? Allerdings. Im nächsten Geschäftsbericht setzt sich der Vorstand wie folgt zusammen. Ich bin der Präsident. Mein Vater C.C. Capwell ist Vorsitzender des Aufsichtsrates. Meine Schwester Kelly wird Vizepräsidentin und Chefin der PR-Abteilung. Und mein Bruder Ted wird ebenfalls Vizepräsident und hat den technischen Bereich unter sich. Ich sollte vielleicht hinzufügen, dass wir zum ersten Mal zusammenarbeiten. Und wir freuen uns auf produktive und kreative Veränderungen. Ich möchte mich vielmals für Ihr Kommen bedanken. Ich möchte mich auch bei Ihnen bedanken. Ich bin hier, um die Rechte meines Sohnes Channing Drayton Capwell zu vertreten. Wie finden Sie den neuen Präsidenten? Oh, ich halte es für clever, Mason zum Präsidenten der Firma zu machen. Das Unternehmen wird in guten Händen sein, bis mein Sohn soweit ist, die Firma selbst zu übernehmen. Ist zwischen Ihnen und C.C. Capwell alles in Ordnung? Ich habe nichts weiter zu sagen. Mami, wann gehen wir? Gleich. Das ist gemein von dir. Was?
Ich dachte, du würdest dich freuen. Mason, ich habe selbstständig Entscheidungen getroffen. Ich hatte mit Akquisition zu tun. Ich habe mich eingesetzt für unsere Mitarbeiter. Ich habe sogar internationale Transaktionen überwacht. Und nun degradierst du mich und lässt mich PR-Artikel schreiben, die in Fachblättern erscheinen? Soll ich unseren Kunden und ihren Frauen auch noch Kaffee einschenken? Kelly, fürs Erste. Du wirst uns eine Multimedia-Werbekampagne für alle unsere Hotels im In- und Ausland vorbereiten. Darüber hinaus gibst du die Pressenotizen heraus, die unsere Pläne im Ölgeschäft betreffen. Weißt du, ich glaube, wenn wir das richtig anpacken, könnte diese Bakersfield-Sache sehr wirkungsvoll sein. Nein, du meinst damit nur deine Art. Dein Experte hielt 2 weitere Löcher pro Meile für akzeptabel. Ja, aber ich möchte es gern so lassen, okay? Und wenn wir uns auf die Mitte verständigen würden? Du warst sehr gut bei deiner Konferenz. Danke sehr. Ich muss sagen, ich bin sehr stolz auf dich. Danke sehr. Das bin ich auch. Danke. Ich bin sehr stolz auf meine gesamte Familie. Das vorhin habe ich sehr ernst gemeint. Du und die Rundschau, ihr werdet gute Wachhunde für die Firma sein. Wir werden uns nicht aufs Bellen beschränken, wir beißen. Und falls uns nur ein falscher Laut von euch zu Ohren kommt, kannst du mit uns rechnen. Die Farbe sieht ja gut aus. Ist das Ihr Werk? Nein, das waren Sie. Was? Seamus sagte, Sie wären heute unerwartet aufgetaucht und das offensichtlich, um für diese Haarfarbe zu sorgen, Cassandra. War es nicht zerstückelt? Ach, Sie leiden ja unter Verfolgungswahn. Ich habe das Bild gekauft, um es bei Ihrer Gala versteigern zu lassen, als eine Art Friedensangebot. Sie haben es aus Schikane gekauft, um mir Angst zu machen. Sie leiden immer noch, weil sie Warren nicht mehr zurückkriegen werden. Und nun wollen sie ihre Wut und ihren Hass auf mich abwälzen. Sie sind krank, Cassandra. Sie müssen zu einem Psychiater, der ihnen hilft. Den würde ich Ihnen empfehlen. Sie scheinen mir total paranoid zu sein. Es ist nicht paranoid festzustellen, dass Sie einen völlig sinnlosen, zwanghaften, blinden Hass entwickeln. Aber ich werde Ihnen mal was sagen. Ich habe genug. Ich nehme Ihre Attacken künftig nicht mehr hin. War das eine Drohung? Das war ein Versprechen. Also bleiben Sie mir vom Hals und halten Sie sich in Zukunft aus meiner Beziehung zu Warren raus. Gehen Sie zu einem Arzt. Denn falls Sie das nicht tun sollten, werden Sie es bereuen. Glauben Sie mir, Cassie. Es wird Ihnen leid tun. Fehlt nur etwas Training. Wir haben schon Wetten abgeschlossen, wer bei euch demnächst befördert wird. Ich möchte wetten, es wird Cruz. Oh, Cruz? Der hatte schon mal einen Schreibtischjob, den er gehasst hat. Na und? Ich meine, als alleinerziehender Vater stellt sich die Sache für ihn jetzt sicher anders dar, als das früher der Fall war. Halten Sie es auch für möglich, dass ihm den Job anbietet? Das möchte ich bezweifeln, was nicht heißt, dass ich mir das nicht zutraue. Ich meine, wenn Sie die Wahl haben zwischen Castillo und mir. Naja. Oh ja, ja. Da haben wir denselben Geschmack. Das war wohl zu deutlich. Ja. Ich meine, man wird doch noch eine schöne Figur gefunden haben. Ja, und es wäre auch nichts dabei, mit der dazugehörigen Dame ein Gespräch anzufangen. Nein, das muss vielleicht nicht sein. So habe ich meine Frau kennengelernt. Sie machen Witze in diesem Club? Nein, in einem anderen, aber... Oh Mann. Was? Ich war total verliebt in Ihre Kniekehlen. Sie müssen glauben, ich die Kniekehlen. Ich dachte, es wäre noch irgendwas anderes. Und Sie? Gehen Sie viel aus, seit Sie geschieden wurden, David? Ja, ab und zu, wenn es sich ergibt. Sehr gut. Ich meine, ich habe da mal sowas gehört, dass man nicht so viel rummachen sollte, wenn man Solo ist. Aber dann dachte ich mir, so ein Leben wäre gar nicht mal schlecht. Also, für mich wäre das ja, nicht. Ja, aber die da drüben können Sie doch anmachen. Versuchen Sie es. Worauf warten Sie denn noch mal? Danke für das Training. Gern geschehen. Und machen wir das nächste Woche noch mal. Ich muss meine Ehre wiederherstellen. Sie haben mich richtig gedeklassiert. Ja, mein Lieber, ich weiß. Naja.
Okay, nächste Woche um dieselbe Zeit. Ja, gut, dann bis nächste Woche. Bis dann. Danke sehr. Gehen Sie rüber und schauen Sie wenigstens mal genauer hin. Sie sich. Ich bin ja schon weg. Dich das. Hallo Angela, hier ist Mings Lockridge. Würden Sie mich bitte zurückrufen? Dankeschön. Gut, dass du deine Naturfarbe wieder trägst. Na sowas, dass ich Sie hier treffe. Das dachte ich auch gerade, zum ersten Mal hier. Ja, ich habe schon öfter trainiert, aber nicht in diesem Club. Ich bin hier, weil hier ein Kindergarten existiert. Ich finde es einfach großartig, dass jemand auf die Babys aufpasst, während man sich in Form bringen kann und gleichzeitig noch etwas Fuß abbaut. Verstehe, aber übertreiben Sie es nur nicht. Wenn Sie wüssten, wie viele Probleme ich abzubauen habe, verursacht durch Ihren Lieblingsklienten. Gina, Cici ist wirklich nicht Ihr Feind. Auch wenn Sie sich gefühlsmäßig mehr von ihm erhofft haben, wird er immer für Sie und Channing da sein, so oder so. Das stimmt nicht. Channing wächst in dem Bewusstsein auf, dass sein Vater ihn nicht liebt. Auch wenn es ihm niemand offen sagen wird. Und deshalb ist es meine Aufgabe, ihm so viel Liebe wie möglich zu geben. Sie sind eine tolle Frau. Und Sie ein toller Anwalt. Sie könnten vermutlich jemanden finden, der Sie besser vertritt als ich. Darum geht es mir ja gar nicht. Ich will, dass mein Sohn das kriegt, was ihm zusteht. Und dazu brauche ich jemanden, der fair ist. Ich traue Ihnen und das, obwohl Sie für CC arbeiten. Ich unterstütze nicht alles, was Sie von ihm fordern. Aber was CC will, finde ich auch nicht immer gut. Ich werde nicht nachgeben, David. Geh bloß weg. Ich will nicht, dass du mich so siehst. Ich verstehe sogar, wieso. Schön, dass du es wenigstens lustig findest. Was ist passiert? Ach, mein Friseur hat sich vertan. Oh. Kriegt er das wieder hin? Ja, morgen. Na, dann weiß ich gar nicht, was du für ein Problem hast. Amüsier dich doch darüber. Möchtest du vielleicht so aussehen? Stimmt, da ist was dran. Das war dumm von mir, entschuldige. Ich sollte einfühlsamer sein. Ich weiß doch, wie wichtig das Haar für die Schönheit einer Frau ist und für ihr Wohlbefinden. Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Ich sollte wirklich einfühlsamer sein. Da fällt mir etwas Wunderbares ein. Was machst du da? Oh, ich habe eine alte CD wiederentdeckt. Da sind ein paar meiner Lieblingshits drauf und ich habe das Gefühl, dass sie genau das Richtige für diesen Anlass sind. You must remember him. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. Geht's dir besser? Ja. Ich weiß auch nicht, wieso mich das so fertig macht. Es muss einen furchtbar belasten, immer so traumhaft auszusehen. Mhm. Ach, das macht überhaupt nichts. So nah, wie wir beide uns stehen, du kannst dein Haar immer offen tragen, welche Farbe es auch hat. Ja, wir sind uns sehr nah. Bleibst du heute über Nacht? Das hatte ich eigentlich nicht vor. Oh. Morgen früh habe ich viel zu tun, aber wie soll ich Nein sagen, wenn du so aussiehst? Dann bleibst du? Ich mache auch das Licht aus. Oh nein, bitte nicht. Angela, ich habe die Welt bereist und wirklich viel erlebt. Und ich habe auch schon eine Menge gesehen, aber ich habe noch nie mit einer Frau geschlafen, die lila Haare hatte. Lass bitte das Licht an. Dein Kräutergarten scheint sich prächtig zu entwickeln. Ach, Cassie, ich bin total fasziniert von den magischen Kräften dieser wundervollen Kräuter und ich begreife sie täglich mehr. Die meisten machen sich noch immer lustig darüber, wenn man behauptet, Kräuter können heilen. Aber sieh mich an, ich bin der lebende Beweis dafür. Was ist das für ein Kraut? Oh, das ist Engelwurz.
In Europa war es im 18. Jahrhundert üblich, dass ein Mann der Frau, die er liebte, ein Bouquet davon überreichte. Ja, und sie wusste dann genau, dass sie die Frau seiner Träume war. Hört sich sehr romantisch an. Ist es auch. Und wofür ist es heute gut? Gegen Sodbrennen und noch so allerlei. Ich gebe immer einen Zweig davon in mein Badewasser. Das ist gut für meine Nerven. Willst du was davon? Warum nicht? Sie sind alle ganz wunderbar. Ja. Was ist das für eins? Wieso hast du ein rotes Band drum gewickelt? Nun ja, weil das gefährlich ist. Der botanische Name lautet Somnolus nervinae. Hier bei uns nennt man es die schlafende Schönheit. Weißt du was, Cassie? Ich glaube, das war das Gift, das die böse Königin Schneewittchen damals in den Apfel getan hat. Und was machst du damit, Mutter? Nun, es ist überaus nützlich, vorausgesetzt, dass man es richtig dosiert. Ich nehme bei Vollmond ein wenig davon, um besser einzuschlafen. Dann schlummere ich wie ein Baby und wache total erfrischt wieder auf. Was würde passieren, wenn du versehentlich zu viel verwendest? Ich bin mir nicht sicher, aber vermutlich würde ich in ein tiefes, langes Koma fallen. Und wahrscheinlich könnte mich selbst der schönste Prinz nicht mehr wachküssen. Aber mach dir keine Sorgen, Liebes. Es besteht keine Gefahr. Ich müsste mindestens die 50-fache Menge nehmen, um in Lebensgefahr zu geraten. Du scheinst noch wütend zu sein. Vizepräsidentin und PR-Chefin, das ist ein Job für dumme Blondinen und das weißt du auch. Du hast meine harte und wichtige Arbeit in der Direktion vollkommen ignoriert. Wie siehst du das, Ted? Meiner Ansicht nach sollte man immer die Arbeit machen, die einem gefällt, sonst kommt nicht allzu viel dabei rüber. Der Füllfederhalter deines Großvaters. Ja, er hat mir Glück gebracht. Damit habe ich jeden Vertrag unterzeichnet. Und jetzt bekommt Mason ihn. Ja, ich gebe ihn weiter. Das war für mich heute ein ganz besonderer Tag. Du kriegst alles, was du willst. Alles zwar nicht, aber ich arbeite daran. Ich bin im Himmel. Nein, du bist in Ballymore. Wie war deine Unterredung mit Mrs. Storm? Mrs. Storm? Sie hat mir den Rat gegeben, den Kaufvertrag für das Haus nochmal gründlich durchzulesen. Was hat das mit mir zu tun? Aus meiner Sicht ist Mrs. Sturm gestorben. Sie fliegt raus. Und ich werde morgen eine bessere für uns finden. Würdest du bitte nicht so verlockend rumstehen und zu mir ins Bett kommen? Wo ist dieser Kaufvertrag? In meinem Aktenkoffer. Wie viel hast du für das Haus bezahlt? Es ist jeden Cent davon wert. Es ist unser erstes und ich hoffe, dass wir es behalten. Mason, hast du das hier gelesen? Überflogen. Es ist vermutlich Standard. Das lese ich zum ersten Mal. Das Personal gehört also demnach zum Inventar. Das hat der Makler erwähnt und solange sie nicht nerven, ist mir das egal. Du hast sie mitgekauft. Die Leute gehören dazu. Du kannst sie nicht feuern. So etwas gibt's nicht. Damit kämen sie nie durch. Ich sehe gleich morgen früh, was sich machen lässt. Na, sehr schön. Davon glaube ich dir kein Wort. Schlaf gut und träum was Schönes. Ich bleibe wach und werde nach neuen Überraschungen suchen. Julia, komm. Warme Milch, Madame. Dann können Sie besser schlafen. Oh, danke. Ich mag keine...
Steh auf, Mason! Du musst das unternehmen, steh auf! Das ist eine fabelhafte Idee. Schön, dass du meiner Meinung bist. Ich fand die Amonti-Sachen zuletzt etwas langweilig und ein neuer sportlicher Look könnte die Kollektion beleben. Und falls ich irgendwie helfen kann, scheu dich nicht zu fragen. Das habe ich nie getan. Und du hast immer geholfen. Hast du mitgekriegt, dass bereits alle gegangen sind? Weißt du, bevor du gehst, solltest du noch wissen, wie gut es mir tat, dass wir so zusammen waren und wie sehr ich das genossen habe. An solchen Tagen leben alte Gefühle wieder auf. Das empfinde ich immer so. Wenn du da bist, ist mein Leben besser. So einfach ist das. Freut mich, das zu hören, weil ich ebenso empfinde. Einiges ist dann noch zu ordnen. Aber ich weiß jetzt viel genauer, was ich wirklich will. Warte, warte, nichts überstürzt. Lass dir nur Zeit, Lass dir Zeit. Und denke gut darüber nach. Und wenn es soweit ist, werde ich da sein. Gute Nacht. Ich zu spät an, Minx? Oh nein, ich bin immer lange auf. Sie lassen sich schon ewig nicht mehr sehen, Angela. Und Warren auch nicht. Und deshalb habe ich gehofft, dass wir, ich meine natürlich wir drei, morgen Abend zusammen essen könnten. Wie lieb von Ihnen, dass Sie uns beide einladen wollen. Ich komme am besten morgen im Laufe des Tages vorbei und dann sage ich mehr dazu. Ich rufe Sie vorher noch an. Fein. Oh, danke sehr. Gute Nacht. Gute Nacht. Manchmal bist du wie ein kleiner Junge, der sich fürchtet. Ich verstehe dich nicht. Aber ich liebe dich. Er ist mein Vater. Oh nein, das ist doch völlig unmöglich. Sisi. Du hast schlecht geträumt. Das war doch nur ein Albtraum. Er ist es. Alles ist gut. Ich weiß es. Und das hier ist Kampfe. Er reinigt den ganzen Organismus von allen Verunreinigungen. Erstaunlich. Um auf die schlafende Schönheit zurückzukommen, ist schon mal jemand nicht aus dem Koma erwacht? Das kommt ganz drauf an, wie viel man davon nimmt. Ich meine, wenn man sich eine Überdosis verabreicht, kann man durchaus daran sterben. Liebes, wenn du dir deshalb Sorgen machst, werfe ich sie weg. Nein, Mutter, das wäre Unsinn. Ich bin sicher, du weißt, was du tust. Ob du mir einen Tee machen würdest? Ja, ich wäre selbstverständlich brauche ich dir gerne einen Tee aus meiner neuesten Kräutermischung. Ich bin gleich wieder da. Thank you.
Ja, Angela. Und damit werden wir morgen dein Dinner verfeinern. Liebe und Leidenschaft, Intrigen und Hass. Wie es weitergeht, erfahren Sie schon morgen zur gewohnten Zeit im California Clan hier bei RTL.